Schönen guten Morgen, Bauer Vertriebs-KG. Wir sind kurz am Apparat. Mit wem spreche ich? Ja, Schelinda, guten Morgen. Sie hat bei mir angerufen. Ja, können Sie mir einmal die Telefonnummer sagen, auf der wir Sie angerufen haben? Ja, 04841 Ja. 694 Ja. 3494. 16? Wie bitte? 0484 1694 und weiter? Ja, 3494. Ja, schauen wir einmal nach. Rakesh Ja. Ach so, ja, es geht um das Gewinnspiel, bei dem Sie sich eingetragen haben, Herr Solinder. Ja. Das Welches von den Bauergewinnspiel. vielen? Und das unser Bauergewinnspiel, wo man den Audi gewinnen konnte oder das Bargeld. Ja, da war was, richtig. Genau, und zwar sind wir die Hauptsponsoren dazu. Ach, Sie hören sich nur sehr müde an. Nein, wir sind die Hauptsponsoren dazu Ja. und wir haben Bonuspakete ausgelost für die lieben Leute, die es in die Endauslosung geschafft haben. Ja. Und da haben wir sie gezogen. Okay. In dem ersten Teil möchten wir uns in einem, also in Form eines Magazins bei ihm vorstellen. Das ist zum kleinen Schnupperlesepreis und geht nur für 12 Monate. Ist aber kein klassisches Abo, Herr Solender, was Sie kündigen müssen oder sowas. Das nicht, ne? Ja. Und in dem zweiten Teil dürfen Sie sich als großes Dankeschön ein hochwertiges Prämiengeschenk aussuchen. Ja, und was ist jetzt mit die Auto? Ja, das läuft noch bis zum 17.01. Aber wir melden uns ja schon mal vorab. Es können ja nicht 20 Leute den Hauptgewinn haben, ne? Ja, das reicht ja, wenn ich den bekomme. Der andere sind mir ja egal. Bitte? Und den anderen Leute sind mir ja egal. Das will ja nur ich will das haben. Ja, klar. Ja, und vielleicht können wir Aber ja Deal machen. was denn für ein Deal? Und ja, weil wir haben einen Ziegenfarm, Sie können ein Ziege bekommen und ich kriege die Auto. Ja, das War nur ein wäre kein. Spaß. Ja, ich weiß. Wäre kein fairer Tausch, Herr Solinder. Herr Solinder, lesen Sie gerne. Ja. Was lesen Sie denn gerne? Was haben Sie für Interessen? National Geographic. Okay, weiter. Und Playboy. Was Und noch? Automotorsport. Okay. Das werde ich immer kaufen. Und wie heißt das? Biker News von Hells Angel. Ja, Biker News, okay. Ja. Was halten Sie denn von Welt der Wunder? Das ist dann diese Verrückten von ProSieben, richtig? Ja. Ne, manchmal ist das sehr lustig, aber manchmal ist das da einfach nur dumm. Welt der Wunder ist ein Wissenschaftsmagazin. Ja. Da geht es um Wissenschaft, Geschichte, Politik, Wirtschaft. Das ist ein sehr schönes Magazin zur Allgemeinbildung. Ja, das ist immer sehr wichtig für die Leben. Bitte? Das ist sehr wichtig für die Leben, dass man immer viele Sachen wissen. Das stimmt, genau. Und das wäre einmalig 49,20 €. Man kann das auch zweimal im Jahr bezahlen. Das wäre ein halbjährlich dann 24,60 €. Und wir haben ja hochwertige Prämiengeschenke noch, ne? Ja, was denn? Wir haben eine Kaffeemaschine, eine Okay. Tchibo Pico Sun Beach. Wir haben einen 133-teiligen Werkzeugkoffer. Oh mein Da Gott. ist alles drin, was man an Grundausstattung benötigt. Ja. Wir haben eine Wokpfanne von Tefal, die ist mit Antihaftbeschichtung und fünflagig. Dann haben wir eine Oral-B Vitality Position Clean mit Timer. Und was ist das? Eine U. Das ist eine elektrische Zahnbürste. Ach Das ist so. eine super Marke, die ist von Braun. Also Braun, die okay. Marke ist Braun. Und ja. Wie gesagt, Oral-B Vitality Position Clean. Wir haben ein dreiteiliges Kochtopfset aus rostfreiem Edelstahl und Dampfdüsen. Ja, und das kriege ich alles, wenn ich den Zeitung kaufe? Sie dürfen sich eins davon aussuchen, ja? Na, okay, das ist ja schon mal was. Bei die Werkzeugkoffer ist da ein Fluxkompensator dabei, bei die Paket? Was soll dabei sein? Ein Fluxkompensator?
Wir haben drei Schraubendreher, Wasserpumpzange, Spitzzange, Rollgabelschlüssel, Bithalter, Zimmermannshammer, 20 Bits, 89-teiliges Befestigungsset, 8 Ja. Imbusschlüssel, ein Maßband und 6 Feinmechaniker-Schraubendreher. Ja, okay. Können Sie mir einmal sagen, was für Bits sind bitte dabei? Weil ich habe immer den Oh. Problem, weil ich habe bei meinem Bitset, da habe ich zwei Stück verloren und jetzt muss ich den wieder haben. Er hat den 20 bei Bits Staubsauger reinkommen. in zwei Kunststoffhalter. Also die sind in diesen Kunststoffhaltern-Dingern drin. Ja, das habe ich mir fast gedacht, aber ich würde sehr gerne wissen, was da drin ist, für welchen. Ich gucke mal, ob ich das so sehen kann. Ja, können Sie einmal reingucken. Wir müssen Ich. dann mal gucken, ob ich das kann ich das gebrauchen. Und ist der Topf das für Induktionsfeld geeignet? Nein, Oh mein alles Gott. außer in der Induktion. Na, das ist schade. Jetzt muss ich erstmal hier gucken, ob ich das jetzt hier so sehen kann. Haben Sie auch Amazon-Gutschein oder so was? Amazon-Gutschein haben wir auch hier. Ja, wie viel ist der bitte? Muss ich einmal nachschauen. Weil wenn das Bit nicht dabei ist, da kann ich dann ja die Koffer kaufen, wo ist Bitset mit drin mit dem Gutschein. Amazon-Gutschein sind 10 Euro. Oh mein Gott, 10 Euro oder Werkzeugkoffer? Das ist ja eine sehr leichte Wahl dann. Ja, ich muss mal einmal gucken, weil auf dem Bild sieht man das nicht so ganz genau. So. Das ist nicht so. Ja, da sind viele Größen bei. Okay, und welche Formen haben den Größen? Ja, einmal Kreuz und einmal hier. Wie nennt man die? Ein Kreuz und eine Schlitzschraube? Genau, Schlitz, genau, ich habe Ja, das Wort gesucht. das ist die Standard. Haben wir Torx-Dinger dabei? Die mit Was der für welche? Torx, mit der Sternform? Wie das Sternchen bei dem Himmel? Oder bei der Ja. Fahne von Amerika? Sieht so aus hier. Sehr gut. Und der Sechskant auch dabei? Das kann ich Ihnen nicht sagen. So gut kenne ich mich dann auch nicht wieder aus. Und ich dachte, deswegen haben wir das da liegen und da kann man mal reingucken. Ja, einen Moment bitte, ja? Ja, das wäre super. Bitte bleiben Sie am Apparat. Please. Herr Solinder, hören Sie? Ja, hallo? Ja, ist dabei. Ja, Wir sehr haben gut. aber auch noch, das sehe ich gerade, wir haben auch noch, das ist aber halt. Gesundheit. Entschuldigung. Alles gut. Dankeschön. Lässt der Wir Chef haben. Sie nicht bei Doktor gehen? Ich brauche nicht zum Doktor. Ich habe mich nur verschluckt. Alles Na, gut. also, das ist Wir haben noch ein Schraub- und Bitsatzset. Das gut. ist auch 122-teilig. Ja. Oh, Ich der weiß nicht. größere Chancen, dass der da dabei, was ich brauche. Ja, das ist bei beiden dabei. Also, und wie von welchen Marken ist die Koffer von den Werkzeugsachen? Der Koffer, das ist von, da steht Peace drauf. Und das Bitsatzset ist vom Mannesmann. Mann, da haben ja beide nicht wirklich was mit Werkzeug zu tun. Peace wie die Frieden? Nein. Sondern? Peace. Ja, Und der Peace wie Schraub- und Stückzahl, Bitsatz. okay. Ja, und Schraub- und Bitsatzset ist vom Mannesmann. Ja, Mannesmann okay. ist mir persönlich bekannt. Und ja, mir auch, aber ich kenne das eigentlich nicht als Werkzeugmacher. Aber ja, egal. Und wie schwer ist die Koffer? Weil ich habe ein Problem mit der Rücken, das ist nicht zu schwer. Nein, das ist nicht schwer. Sind Sie sicher?
Ja, ganz sicher. Wenn ich den hochkriege, dann kriegen Sie den auch hoch. Ja, die wissen hier gar nicht, wie sehe ich aus. Nee, der ist nicht schwer. Bin hier nur eine kleine Ziegenzüchter. Ja. Nee, Ja. der ist auf jeden Fall nicht schwer. Da werden Sie keine Probleme bekommen. Und das ist sehr gut. Und dann kann man, muss man das abholen und bekommen wir den geschicken. Wenn Sie das Paket nehmen, bekommen Sie es geschickt. Ja, okay. Und kann man das auch so bestellen? Nein, das ist jetzt dieses Bonuspaket, deswegen, da haben wir Sie ja für gezogen, Ja, ausgelost. ja. Deshalb rufe ich Sie ja an. Aber ist das denn eigentlich, wenn man was gewinnt, hat man dann muss man nicht was bezahlen? Ja, aber dann ist es ja ein zweiteiliges Bonuspaket und es ist zum Schnupperlesepreis, ne? Jetzt schon was bitte? Und so ein Werkzeugkoffer, der, zeigen Sie mir einen hochwertigen Werkzeugkoffer mit so vielen Teilen, den Sie für 49 Euro noch was kriegen. Das möchte ich gerne sehen. Ich werde mal Dr. Google fragen. Werkzeugkoffer, Peace. Werde mal gucken. Warte mal. Und da kann ich Ihnen sagen, was die Einkaufspreise sind. Looky, looky. Achtung, nee, wie viele Teilen hat er bitte? 133. Ja, kostet 59,50 € bei Amazon. Ja. Ja. Und da habe ich dann Ja. noch ein Zeitschrift mit dabei. Das ist sehr gut. Was Ja, waren bitte sehen Sie. nochmal den anderen Sachen? Weil da muss ich eine Vergleichung machen. Das war vom Mannesmann, das 122-teilige Bit-Set-Koffer. Ja, warte mal. Dingsbums. Schraub- und Bitsatzset, 122-teilig. Ja, das kostet 19,50 €. Das ist sehr, sehr schlecht. Dann werde ich mal den anderen nehmen. Und was war mit dem Kochtopf? Das Kochtopfset, da habe ich jetzt keine Marke hier draufstehen. Oh mein Gott. Und den anderen Prämie, was war die bitte nochmal? Ich habe mich so Die Terror Oral bei B den Kopf. Vitality Precision Clean. Ja, die mit Vibration. Die pulsiert. Ja, Glaube. Pulsation. Ja, okay, Moment. das ist ja sogar, glaube ich, noch besser. Das bessere Feeling. Ja. Die hat sogar einen Timer, die ihnen hilft, die Putzzeit von 2 Minuten einzuhalten. Ja, das ist auch so ein Zeitschaltuhr, der losgeht bei 21 Uhr. Bitte? Dass man das, wenn der sagen, eine Timer, dass man das einstellt, wann den Zahnbürsten, wann den anfängt zu putzen. Dass man sagt, will 21 Uhr soll das losgehen. Nee, nee, ich meine, wenn Sie gerade am Putzen sind, die gesunde Putzzeit einzuhalten von Ja. 2 Minuten, das geht ja. Na Aber klar. man kann die Zahnbürste nicht einstellen, dass die um 21 Uhr klingelt und Sie daran zu erinnern, dass Sie die Zähne putzen müssen, Herr Ja, Solinder. so habe ich das verstanden, weil ich habe so eine Nein, 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 nein. ein Automat zu Brot backen und der immer abends die Sachen reinschmeißen und morgens bei 7 Uhr das Brot fertig. Ich dachte, das kann man auch mit der Zahnbürste machen. Nee, das funktioniert nicht. Schade, 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 schade. Da muss man mal Okay. Entwicklung machen. Ja. Ja, und das geht dann bei Nachname oder wie laufen? Das kommt zu Ihnen, ne? Ja, Per ja. Post. Mit Und Plastik, okay. ja. Und ja. Zahlungsart ist das Lastschriftverfahren. Ja, mit Sie IBAN. bekommen auch eine Auftragsbestätigung per Post nach Hause. Ja. Ne? Also erst kommen den Zeitschrift und dann kommen die Töpfe. Das kommt beides zusammen. Also das kommt zusammen, okay. Und wenn ich dann sage, ich möchte die Zeitschrift, weil nicht gut, dass wir die doch nicht nehmen, können wir den Topf dann behalten? Wenn Sie nach den 12 Monaten nicht mehr lesen wollen, dann Ja. dürfen Sie das behalten nach den 12 Monaten, klar. Aber Sie Okay. können nicht nur eins nehmen. Ja, da kann man ja mal fragen. Ja, klar, natürlich dürfen Sie fragen. Weil wenn die mir das schicken und ich dann sage, okay, mag ich Widerrufsrecht, dann muss ich die wiedergeben. Wenn Sie das, ja gut, wenn Sie das wieder umtauschen, kann es sein, ja. Mariabki. Nicht hätte ja sein können. Man muss Ja. sie ja mal fragen. Ja, sie klingen sehr müde. Sie müssen mal eine Pause Nein, machen. ich höre Ihnen zu. Oh, das ist Das sehr schön. ist ein Unterschied.
Ja, weil ich die am Montagmorgen da bei den Leuten immer keine Lust und vielleicht ein bisschen Party machen. Nein. Hätte ja, weiß ich ja nicht. Nein, alles gut. Soll ich Was dir ein gutes halten Nachtlied singen? Sie? Eine Nein, danke, indische? das ist nett. Nein, nein, Na. danke, das ist sehr, sehr nett, aber brauchen Sie nicht. Herr Na. Solinder, Sie müssen mir nur sagen, was Sie denn gerne für eine Prämie haben möchten. Die Zeitschrift haben wir ja schon entschieden. Ja, das haben wir. Wie groß ist denn so eine Zeitung? Wie viele Blätter hat denn? Das ist ein ganz normales Magazin, Herr Solinder. Ja, was gibt, was ich so Fernsehzeitung mit 50 Seiten und dann gibt den anderen Dinge mit 150 Seiten. Will ja wissen, Soll was ich ich bekomme. eben noch mal gucken gehen, wie viele Seiten die Welt der Wunder hat? Ja, so ungefähr nur. Ja, einen Moment. Bitte warten Sie einen kleinen Augenblick. Es geht gleich weiter. Ja, danke schön. Herr Solinder, hören Sie? Ja. 98 Seiten hat die Welt der Wunder. 98 Seiten, okay. Und wie viel davon ist Werbung? Da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ja, okay. Ist ja auch nicht so schlimm. Da hätten Sie das vielleicht vorher sagen können. Ja, das fallen mir so viele Sachen ein. Das ist immer sehr schwierig. Aber man muss ja alles wissen. Weil der Doktor, der Henry Ford von den Ford-Werken, der hatte ja mal gesagt, ich prüfe jedes Angebot, das könnte die beste meines Lebens sein. Ja, das ist richtig. Ja, und wann ist das mit dem Auto fertig? da ist die Endauslosung am 17.01. 17. Januar und ich bin jetzt bei die Endparty. Yep. Sehr gut. Wie viele Leute sind dann noch bei die Endparty? 20. 20 Leuten und die kriegen alle den Zeitung. Ja, wir haben das Bonuspaket Ja. für die, ne, die in der Endauslosung sind. Ja. Und die Leute, die gezogen wurden, die rufen wir an, ja. Ja, okay. Und welche Zeitungen haben die bisher so genommen? Weil ich will mich anpassen. Die Fernsehwoche, die TV Hören und Sehen wird Aha. viel genommen. Ja. InTouch und Tina ist nichts für Sie, das sind reine Frauenmagazine. Ja, okay. Nee, ich wollte nur mal hören, ob Sie so den Standardzeitungen haben, den Ja. anderen Callcenter-Abzockfirma auch haben. Aber das ist ja meistens identisch. Nee, wir haben die TV Hören und Sehen, Fernsehwoche auf einen Blick, Ja. TV Movie. Das sind so den Und üblichen. Weil da gibt ja ganz einen großen YouTube-Kanal, wo die immer zeigen, wenn Callcenter-Leute versuchen, eine Abzockung zu machen. Und das sind immer die gleichen Zeitschriften, wo die angebietet machen. Und das kenne ich denn alle schon. Und das ist aber immer die gleiche. Da müssten sich mal neue Sachen einfallen lassen. Dann haben Sie Playboy? Playboy haben wir nicht, nein. Ja, da wird immer so oft danach gefragt. Okay. Dann müsste man hier vielleicht mal auf die Wunsch von die Mitspieler oder die Abzockten eingehen. Ja gut, wir sind jetzt hier keine Abzockfirma, Ja, das sagen die ja immer. ne? Das Ja. ist ja das ganze Vorgehen, der illegale Gewinnspiel bei Internet, dann man seine Daten eingeben und nach dem deutschen Werbegesetz in kalten Anrufe ja auch verboten. Nee, sind sie nicht. Ja, sicher. Herr Sulinda, Ja, möchten Sie vielleicht ein. Sie haben sich Ja. für dieses Gewinnspiel eingetragen. Sie haben freiwillig Ihre Daten eingetragen. Und Sie können nur bei diesem Gewinnspiel teilnehmen, wenn Sie da auf diesen Bestätigungsbutton gehen. Und damit bestätigen Sie gleichzeitig, dass andere Firmen Sie auch anrufen dürfen. Das haben Sie sehr schön abgelesen. Möchten Sie vielleicht ein Ziege kaufen? Nein, danke. Ich möchte keine Ziege kaufen. Vielen Dank. Meerschweinchen? Nein. Auch nicht. Ja, was sollen wir denn jetzt Deal machen? Ich muss Ihnen doch irgendwas verkaufen. Danke, ich möchte nicht. Herr Oh, Solender, okay. Ja. möchten Sie die Welt der Wunder haben oder möchten Sie nicht? Na, Möchten Sie sich eine Prämie aussuchen oder? haben Sie Magazin über Ziegenzüchtung? Nein, haben wir nicht. Irgendwas mit Tieren? Nein. Meerschweinchen, Hamster oder irgend sowas oder Frettchen? Nein, Oh tut mir mein Gott. leid, haben wir nicht. Das ist sehr enttäuschend. Das tut mir leid, da kann ich nichts machen, aber ich werde es so weitergeben.
Und dass ich bitte etwas für Ziegen bei Programm aufnehmen und dann lasse ich mich vielleicht auch mal abzocken, weil die Ziegen, die sind es wert. Alles klar. Sollen Dann wir danke ich denn Ihnen so machen? trotzdem für dieses nette Gespräch, Herr Solena. Ich Ja. wünsche Ihnen trotzdem für die Endauslosung einen schönen Tag. Ach, Ja. viel, viel Glück. So. Ja. Und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, ja? Ja, danke, das haben Sie wieder sehr schön vorgelesen. Auf Wiederhören.